Ja, das einzige wirklich Interessante in den letzten Tagen im Internet ist das indirekte Duell zwischen Professor Christian Kreis, Wirtschaftshistoriker und so, Ökonom und bei KenFM und Dr. Markus Krall in Olbernhau. Ja, dieses indirekte Duell, bevor ich darauf eingehe, vielleicht erstmal das Einzige, was vielleicht die zweiten Scientists for Future 2 jedenfalls gründlich prüfen sollten, ist der Vorschlag von Dr. Markus Krall, dass also jemand, wenn jemand in die Politik geht, dass er dann sozusagen, stellen wir uns vor, ein Wirtschaftsmanager hat in den letzten 4 Jahren jeden Monat, außer maximal 3 Monate, vielleicht ein möglicher Jobwechsel, ja, sozusagen in jeden Monat, außer 3 Monate, in den letzten 48 Monaten 50.000 Euro pro Monat verdient, dann soll er das als Staatsdiener dann auch bekommen, denn sonst, warum soll sonst ein Wirtschaftsmanager jemals sich der Politik zur Verfügung stellen? Das heißt also, das wäre eine Änderung, über die man wirklich nachdenken kann, in der Hoffnung, dass dann solche Wirtschaftsmanager sich tatsächlich auch Qualitäten als Staatsmanager haben, was nicht ja nicht unbedingt gesagt sein muss. Aber das ist so von der einzige Vorschlag von dem Dr. Markus Krall, den man sich durch den Kopf gehen lassen kann und den vielleicht auch die zweiten Scientists for Future II sich, also Römisch 2 am Ende, sich durch den Kopf gehen lassen sollten. Ja, aber ansonsten hier will ich darauf eingehen, dass sozusagen ja KenFM, also Professor Christian Kreis und Dr. Markus Krall beide gleichermaßen sich irren. Ja? Also Dr. Markus Krall sozusagen. Professor Christian Kreis mit seinem Buch Das Mephisto-Prinzip und so weiter in der Wirtschaft, glaube ich, oder so, erkennt vollkommen richtig erst einmal, dass die VWL, wie sie gelehrt wird, ja eine Pseudowissenschaft ist. Gar keine Wissenschaft, sondern eher eine Ideologie, eine Weltanschauung, ein Glaubenssystem ist und so weiter. Ich würde es viel einfacher sagen. Es ist einfach Pseudowissenschaft, weil es weil es eben letztendlich eine kreationistische Pseudowissenschaft ist, die also sozusagen die Naturgesetze, also quasi eine vordarwinistische Theorie ist. Und bei Dr. Markus Krall trifft das natürlich auch zu. Er ist ja auch Volkswirt, aber eben auch so in dieser pseudowissenschaftlichen Welt. Und der glaubt auch noch an zumindest die falsch dargestellte Version von Adam Smith, dass also, wenn alle rücksichtslos egoistisch handeln, dass es dann zum Gemeinwohl wäre und zum Positiven aller. Diesen Aberglauben stellt Professor Christian Kreis natürlich zu Recht in Frage und so weiter. Aber leider mutet er auch so recht esoterisch an. Also, es hat für mich keinen Sinn. Man kann sich das mal anschauen, KenFM, Professor Christian Kreis und eben Markus Krall habe ich ja schon empfohlen, auch mal sich zumindest mal anzutun, damit man sieht, dass eben diese beiden Kontroversen gegeneinander stehenden Ideologien, dass also Professor Christian Kreis eher so was esoterisch Anmutendes hat und sozusagen Markus Krall sozusagen uns den Teufel des Kapitalismus noch schlimmer auf den Hals hetzen will, als wir eh schon unter ihm leiden, sozusagen. Aber ich werde auf diese beiden Religionen oder Ideologien oder Weltanschauungen, die beide falsch sind, nicht näher eingehen, sondern werde mal ganz kurz zusammenfassen, wie es richtig ist. Allerdings kann ich natürlich nicht alles jetzt in ein paar Sekunden erfüllen, sondern ihr müsst schon alle 330 anderen Videos und die gesamte Homepage der zweiten Scientists for Future 2 vollständig studieren. Sonst, ich mache jetzt nur den Ultra-Kurz-Schnelldurchgang, um euch so ein bisschen neugierig auf die anderen Materialien zu machen. Also hier
Solche hübschen Zähnchen hier hatten unsere Vorfahren vor 6, 7, 8, 9, 10, 11 Millionen Jahren müssten wir alle unsere Vorfahren, müssten die Männer zumindest so ähnlich wie beim Gorilla, diese hübschen Eckzähnchen auch noch haben. Und man sieht, Eckzähne haben eine Doppelfunktion. Eckzähne können zum Raubtier, dem Raubtier dienen, um seine Beute zu erlegen. Sie sind natürlich einfach nur Waffen und Waffen können ja für Verschiedenes benutzt werden. Es sind ja so eine Art Messer oder Messer und Speerspitze in einem sozusagen. Die können alles machen, die können aufpieken und aufbohren und so weiter. Ja? Und diese Werkzeuge, die können also bei verschiedenen Lebewesen, hier haben wir das ja nochmal bei einem Löwenmann wahrscheinlich, der dann also eben für den Rivalenkampf eben besonders mächtige Eckzähne hat. Wahrscheinlich sind die Eckzähne des Löwenmannes da noch etwas kräftiger, weil er sie der Doppelfunktion dienen, Rivalenkampf und potenzielle Jagdwaffen und Rivalenkampfwaffen sozusagen. Und hier beim Tiger ist es ja, ich vermute auch, dass es beim männlichen Tiger vielleicht, wobei ich nicht weiß, ich weiß gar nicht, ob Tiger allzu viel Rivalenkämpfe machen. Das würde ich jetzt mal, der ist ja im Wesentlichen ein Einzelgänger, da muss man nochmal drüber nachdenken. Aber hier, leider hat dieser Gorilla den Mund nicht auf, wenn man diesen Silberrücken, wenn er nicht so liebevoll und freundlich und so menschlich gerade gucken würde, wenn er die Zähne aufreißen würde für den potenziellen Rivalenkampf und sich auf die Brust trommeln würde, dann würde man jetzt riesige Eckzähne sehen, die eben wahrscheinlich überhaupt nichts mit der Jagd zu tun haben, denn ich wüsste nicht, dass Gorillas jemals beim Jagen beobachtet worden seien. Ja? Also das heißt, hier sieht man, das sind Rivalenkampfwaffen. Und hier sind sie künstlich wenigstens angedeutet in dieser King-Kong-Statue. Da sieht man eben noch das, was ich jetzt leider, wo ich kein Foto gefunden habe, weil die Gorillas meistens so freundlich sind, dass sie denen das Maul gar nicht aufreißen, sozusagen. Ja, also solche eigentlich noch viel größere Eckzähne hatten unsere Vorfahren noch. Und die sind dann ungefähr, sind diese großen Eckzähne, diese großen Rivalenkampfwaffen in der Zeit verschwunden, sodass sie da, ich gehe mal davon aus, dass sie vor 4 Millionen Jahren unsere Urgroßväter diese Waffen verloren haben nach und nach, ja? Dass sie also spätestens vor 4 Millionen Jahren weg waren. Damals beherrschten die Menschen noch keine Werkzeuge und keine Waffen, also die kamen erst vor 2,5 Millionen Jahren, sodass also man sagen kann, unsere Vorfahren waren friedliche, nicht mehr Rivalenkämpfe durchführende Affen. Ja, also wenn so in einer Gruppe sozusagen so ein Affe sozusagen kein Lebewesen auf der Welt außer dem Menschen kommentiert ja sein Liebesverhalten, sondern wenn, dann gibt es Affen, die also kräftige große Zähne dann auch meistens haben und die zum Beispiel einem anderen drohen, wenn er ein Weibchen begattet, dass das zu begatten versucht, dass sozusagen er selbst auch gerne begatten würde oder so. Dann sind es eben Rivalenkampfwaffen, die dazu dienen, und jeder Affe dann versucht ja dann, seine Gene bestmöglich weiterzugeben. Und bei primitiven Affen ist es eben so, dass das dann mit Gewalt hergestellt wird, also wer wen begatten darf und so weiter. Aber kommentierend, also dass sie also Sex schmutzig oder unkeusch finden, das gibt es im Tierreich nicht. Das muss man jetzt wissenschaftlich ja erklären, wie das bei uns dazu kam. Und dazu gibt es ja nur eine sinnvolle Erklärung, dass wir vor 400.000 Jahren haben wir ja nachweislich den Tausch erfunden, dann vor 300.000 Jahren spätestens dürfte dann der Tauschhandel erfunden sein, sodass dann der Homo Mercator, also der bessere Name Homo Mercator statt Homo Sapiens, sich abspaltete vom Homo Erectus, weil also der tauschhandelnde Mensch. Ja? Und wenn dann sozusagen hier dieser Händler mit seinen Märchenerzählern keine wahrheitsgemäße Geschichten erzählt von dem liebevollen Aufeinandertreffen von benachbarten Kommunen,
sozusagen, dann unterdrückte er nichts, er erzeugte keine künstliche Konsumsucht, er erzeugte keine künstlichen Ängste und die Leute kauften ihm wenig ab und dadurch muss er irgendwann im Wettbewerb seinen Laden zumachen, weil dieser Händler hier, der also an Ideen glaubt und jeder Mensch neigt ja dazu, immer ein Gutes, das betont ja Professor Christian Kreis auch, dass natürlich die Menschen alle es gut meinen. Ja, jeder Mensch neigt dazu, es gut meinen zu wollen und ein gutes Selbstbild von sich selbst herzustellen als einem liebevollen, guten, kooperativen Menschen, auch wenn er die ganze Welt umbringt. Ne? Und das heißt also, die Selbsttäuschung ist ganz normal, sodass dann also der einzige Weg, wie Menschen sozusagen Böses tun können, ist, dass sie Gutes tun wollen, aber an Irrtümer glauben. Und wenn dann also sozusagen dieser Händler mit seinen Märchenerzählern und Geschichtenerzählern und seinen Werbepartnern und so weiter, seinen Marketingabteilungen und seinen Werbefirmen, die Marketingabteilung beauftragt sozusagen. Wenn die an Irrtümer glauben, nämlich dass eben Körperkontakt, Zärtlichkeit, Liebe, Küssen und Sex und so weiter schmutzig sind, unkeusch sind und so weiter. Und die glauben das einfach, die glauben das wirklich fest. Die glauben, dass das irgendwas Böses, Schlechtes, Schmutziges ist, ja. Dann bekommen die Zuhörer Angst sozusagen, unterdrücken ihr eigenes Liebesleben, erleiden einen Glücksmangel und aus diesem Glücksmangel heraus werden sie konsum- und kaufsüchtig, kaufen diesem Händler ganz viele Produkte ab. Dadurch kann er viel mehr Kinder ernähren als der andere sozusagen und aus ihm heraus, da können die weiteren Kinder, können also nach und nach entwickelt sich eine riesige Händlerdynastie, die alle darauf fußen, auf irreführenden Irrtümern, die das Glück der Kunden zerstören und sie dadurch konsum- und kaufsüchtig machen. Ja, und das ist der eigentliche Mechanismus. Und deswegen ist sozusagen Markt und Wettbewerb so lange etwas ganz Gefährliches, wie eben sozusagen Gewinne auf Kosten anderer Menschen erzielt werden können, weil dann auch jeder Milliardär alle anderen Milliardäre schädigt. Also das Leben, also diese Handelsdynastie mit ihren speziellen Irrtümern schädigt alle 199 anderen Handelsfamilien und Handelsdynastien, die also so beschädigen sich also dann 200 der reichsten Milliardärsfamilien der Erde sich alle gegenseitig und zerstören sich gegenseitig ihr Leben, ja. Und alles, was dann Dr. Markus Krall sagt und wie, dass er die Marktwirtschaft so über den grünen Klee lobt, heißt dann, ist dann völliger Aberglaube. Da ist mir dann doch Ende Gelände lieber, wenn sie sagen, wir müssen die Marktwirtschaft beenden. Mir gefällt nur nicht deren Wortwahl, dass sie sagen, wir wollen die Marktwirtschaft zerstören. Also dieses gewalttätige, extremistische ist dann wieder Unfug. Aber dass die Marktwirtschaft beendet werden muss, ist natürlich vollkommen richtig, eben wegen dieser ungeheuren Schädlichkeit, dass die Marktwirtschaft ruiniert das Leben aller über 2000 Milliardäre auf dieser Erde und auch die 200 wirklich großen, einflussreichen Milliardäre dieser Erde, die richtig reichen, die super, super, super reichen, die schaden sich alle gegenseitig und zerstören sich alle ihr Leben gegenseitig, weswegen also jeder Milliardär, wenn er die Sache versteht, sofort auf die Beendigung der Marktwirtschaft drängen würde, des Kapitalismus sozusagen. Ja, und also dieser Professor Kreis, also wie gesagt, das sind alles esoterische Überlegungen und er hat nur in einem Recht, das ist hier die echt naturwissenschaftliche, nicht pseudo-naturwissenschaftliche, sondern die echt naturwissenschaftliche neue Volkswirtschaftslehre, NVWL, neue naturwissenschaftliche Volkswirtschaftslehre, NVWL, der zweiten Scientists for Future 2. Und da verweise ich jetzt auf die anderen 330 Videos und auf die Homepage der zweiten Scientists for Future 2.
und so weiter. Ja, ich hoffe, ich habe es deutlich gemacht, dass also jetzt dieses indirekte Duell zwischen KenFMs Professor Christian Greiß und Dr. Markus Krall, dass das beides einfach nur Ideologen sind, die beide, der eine ein romantischer, esoterischer Träumer und der andere ein knallharter Kapitalismusverfechter, dass das beides völlige Irrwege sind und Irrlehren sind und beide völlige Irrlehrer sind. Und schaut es euch an, es ist interessant zu schauen, wie da zwei Ideologien aufeinanderprallen. Und ja, ich hoffe, ihr habt es verstanden. Jetzt zum Schluss nochmal unsere Tierpalette. Wir hören wieder auf. Hier ist das. Solche Waffen hatten wir gehabt. Also wir wurden absolut friedlich. Ach ja, vielleicht noch die eine Erklärung. Ja, also durch diesen Tauschhandel, ja, also durch die Erfindung des Tauschhandels, war dann Schluss mit der Friedlichkeit. Denn warum? Natürlich, die Männer waren dann in der Gruppe, also die zahnlosen Männer, also hier, wo ist unser zahnloser Gorilla? Also jetzt unsere Vorfahren vor 400.000 Jahren, die ja schon kein Fell mehr hatten, die total menschlich aussahen, der ganz späte Homo erectus, der ja schon ganz menschlich aussah. Ja, also wir haben dann halt sozusagen, ja, dann haben die Männer dumm geguckt hier, der guckt auch so ein bisschen merkwürdig hier, haben dumm geguckt, weil plötzlich ja dann die Liebe in der Kommune immer weniger wurde. Und wenn dadurch waren die Männer nicht mehr befriedigt und dadurch hörten sie auf, was sie vorher immer taten, nämlich alles, was sie fanden, den Frauen und Kindern zu schenken und sich so Liebe und Anerkennung und Geschätztheit in der Kommune sozusagen zu verdienen und dann belohnt zu werden dadurch, dass sie ganz tollen Sex haben und eine große Wahrscheinlichkeit hatten, der Vater des nächsten Kindes in der Gruppe zu werden. Die größten Schenker hatten immer die größte Wahrscheinlichkeit, der Vater des nächsten Kindes in der Gruppe zu werden. Aber wenn jetzt durch die Unterdrückung des Körperkontakts durch den Tauschhändler sozusagen, die mimetische Unterdrückung sozusagen, die große Verklemmtheit einzog, dadurch sagten sich natürlich die Männer, ja, naja, gut, dann mache ich mein eigenes Ding. Dann ziehen wir als Männerbünde durch die Gegend und fangen an, Sachen anzuhorten und vertauschen die und machen Geschäfte und werden Milliardäre und akkumulieren und reißen die Macht in der Welt, an der Welt an sich und so weiter. Und dann wurden die Männer zu Gegnern der Restwelt sozusagen. Aber das ist die ganz automatische Logik, die automatisch aus der Unterdrückung der Sexualität durch die Tauschhändler entstanden ist und dadurch wurde das Liebesband in den Kommunen zerrissen und das ist wirkliche, echte naturwissenschaftliche Analyse der Ursprünge des Kapitalismus und da muss natürlich auch die Lösung ansetzen. Ja, also ganz kurz angedeutet, wo ist es? Die Lösung sind dann eben zum Beispiel eben die Einführung, denkbar wäre die Einführung einer Wohlfühlnotenwahlstimme als neue, sodass dann also alle Gewinne, also alle Firmen und alle Menschen um mich herum verdienen, kriege nur noch dann Verdienstzuschläge, zum Beispiel von meiner Krankenkasse, wenn meine Wohlfühlnoten, die ich abgebe, regelmäßig gegenüber dem Bundeswahlleiter immer besser werden und meine Gesundheitskostendaten, also meine Operationskosten immer weit unter dem bleiben, was bei meiner familiären Vorgeschichte und Familientradition eigentlich an Krankheitskosten zu erwarten gewesen wäre. Also je gesünder ich mich entwickle und je glücklicher ich werde, desto mehr Verdienstzuschläge und je näher ich dem natürlichen Sterbealter von 127 Jahren kerngesund mich nähere, desto mehr Verdienstzuschläge gibt es und dadurch kehrt sich die gesamte Evolutionssituation im Kapitalismus um und alles, also der Kapitalismus ist dann damit beendet. Das ist der erste Ausstiegsschritt aus dem Kapitalismus heraus und in die postkapitalistische Gesellschaft. Und jetzt haben wir dann plötzlich die super, super Gemeinwohlökonomie, die beste Gemeinwohlökonomie, die vorstellbar ist, weil nämlich hier dann jeder
in der Wirtschaft, sich darin sozusagen Hochleistung bringen wird, sozusagen darin, mich gesünder und glücklicher zu machen. Ja, und da ist jetzt auch wieder so eine falsche Idee von dem Professor Kreis, ja, bei KenFM, dass er so denkt, ja, Leistung, dass das also zu sehr betont wird, immer der Output und die Leistung und so weiter. Aber das macht die Natur auch. Also hier, eine Frau in der Natur, ein Weibchen, ja, hier und so weiter. Naja, bei den Löwenmännchen ist es anders, weil die tatsächlich das Revier erobern und dann ist den Frauen nichts anderes übrig bleibt, als dieses Männchen zu akzeptieren. Aber ich glaube schon, beim Tiger ist es anders, ja. Die Frauen akzeptieren nur den als Sexualpartner, der in allem, schließlich der Tiger ist ja nackt, der zeigt ja in seinem Fell, zeigt sich seine Vitalität, in seinem Gebiss zeigt sich seine Vitalität, in seiner Muskulatur, in überall zeigt sich seine Vitalität und seine guten Gene sozusagen. Und sie wählt natürlich nur den, der wirklich insgesamt eine hohe Leistung bringt, oder bei anderen Tieren, der also so die hohe Geschenkleistungen erbringen und so weiter. Also die Natur ist leider so brutal, und deswegen sage ich ja auch, dass Professor Kreis da eher so ein esoterischer Romantiker ist, so ein bisschen, ja, zu sehr Träumer, wie sagt man, er spricht ja von Waldorfschule und Rudolf Steiner und so Anthroposophie und so weiter. Das ist also esoterische Träumereien, die uns auch nicht weiterhelfen. Also in der Natur ist es schon so, dass die erhöhte Vaterschaftswahrscheinlichkeit immer der mit der höchsten Leistung hat. Ja? Und das ist ganz natürlich so. Also sozusagen diese Leistungsfeindlichkeit ist auch wieder unrealistisch. Überall in der Natur entscheiden sich die Frauen immer auch für die Leistungsträger und für die und nicht nur für den, der sich bemüht hat, sozusagen, sondern für die echte Leistung. Und von daher ist auch in einer idealen, echt matriarchal-kommunistischen Gesellschaft auch die Matriarchin und die matriarchale Gesellschaft, auch dort ist die Damenwahl, geht immer in die Richtung, dass immer nur wirklich die echten Leistungsbringer, die also die größten Geschenke an die Frauen und Kinder liefern, dann auch am meisten geliebt und anerkannt werden. Na, das wird sich nicht ändern lassen. Also solche Träumereien sollte man vergessen, dass es irgendwie anders werden könnte. Dagegen steht DNS. DNS ist nun mal so, wie sie ist, ne? Ja, so hoffe ich, dass es deutlich geworden ist, dass in dem Dreikampf Professor Christian Kreis gegen Dr. Markus Grall, dass da die lachenden Dritten die Gewinner sind, die zweiten Scientists for Future 2, die als einzige wirklich was von der Sache verstehen. Tschüssi!